Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Let's Play Portal und wir machen weiter mit den Tests von GLaDOS. Was haben wir denn heute? Nummer 17 mit Cubes, Laserbrücken und mit den Laserstrahlen. Und mal wieder funktioniert alles nicht richtig. Ach, guck mal, was ist denn da oben? Kann man da rein? Das könnte ein Secret sein. Okay, wir haben hier einen Cube und da ist ein Knopf. Dann will ich doch erstmal wissen, was der Knopf macht. Der macht die Tür auf, okay. Das ist doch schon mal simpel. Ich ahne sogar, was hier die Lösung ist. Ich will aber erstmal da reinschauen hier, in diese Öffnung. Weil die scheint nicht zu dem Rätsel zu gehören. Wenn das Rätsel so funktioniert, wie ich mir denke. Was ist denn hier drin? Haben wir hier wieder ein Geheimnis gefunden? Ist ja ziemlich nice. Sieht nämlich gerade so aus. Ja, scheinbar. Lol. Das sieht cool aus. Ein bisschen gruselig hier. Mit den Ventilatoren. Da ist auf jeden Fall jemand wahnsinnig geworden. Sehr, sehr geil gemacht. Was haben wir hier noch? Auch gruselig. Ja, da sieht man halt, dass Portal sehr viel finsterer ist, als man erst denkt, wenn man es zum ersten Mal spielt. Das ist schon sehr, sehr krass. Okay. Jetzt zurück zum Rätsel. Wir müssen vermutlich so machen. Okay. Moment, wenn der Laser das Ding nicht trifft, was genau passiert dann? Das, was ich vermute? Ja. Okay, ganz einfach. Wir müssen nämlich so machen. Und so. Und dann können wir uns hierauf stellen. Das Portal ändern. Und dadurch fällt der Cube auf den Button. Und die Tür geht auf und die Plattform fährt hoch. Was funktioniert hätte, wenn nicht der Cube vom Button gerutscht wäre. Schade. Okay, dann nochmal. Bisschen Glück gehört halt auch dazu. Aber auch ein sehr, sehr cooles Rätsel. Das klappt wieder nicht. Man kann es ja mal probieren. Ich glaube aber, er rutscht wieder runter. Na, bleib drauf. Sehr gut. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Ich glaube irgendwie nicht, dass sie unsere Eltern hat. Sie blufft doch. Aber es wäre schon ziemlich heftig. Weiter geht's. Teil 4, die Überraschung. Okay. Das hier sieht auch schon sehr einladend aus. Holy shit. Dann zeig mir mal meine Eltern. Ui, was geht denn jetzt ab? Überraschung in 3, 2, 1. Ich hab gelogen. Wo bin ich? Überraschung. Am Arsch. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Oh, sie ist so fies. Okay. Kann man hier rausspringen? Ja, kann man. Okay, wir haben einen Turret. Kann der uns hier treffen? Aber ja, kann er. Okay. Wir müssen jetzt quasi den Laser hier durch diese Teile lenken. Und vielleicht sogar den hier töten. Das Problem ist nur, ich habe hier gerade nichts, um den Laser umzulenken. Und hier kann ich kein Portal setzen. Kann man da was dran setzen? Ja, kann man. Okay. Was haben wir hier? Okay.
Das ist doof. Können wir die irgendwie retten, die Cubes? Wir könnten die eventuell mit einer Brücke retten, aber ich sehe hier leider keine passende Portalwand, wie man das machen könnte. Moment nochmal. Na, wobei, wenn man... Moment, so macht. Hab ich sie? So könnte es gehen. Ja, nice. Okay, hat funktioniert. Soweit so gut. Lass mich, Turret. Ich werde dich noch töten. Zur Strafe. Jetzt gib mir die Cubes her. Im besten Runde zu sterben. Wegen dem da hinten. Dann machen wir uns hier einen Weg. Und lenken das erstmal so hier durch. Dann würde ich sagen, töten wir erstmal den Turret. Tschüss. So, wie machen wir das jetzt mit den Teilen? Geht das einfach so? Nice. Okay. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern so anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Die Eltern, die Sie anrufen Traurig, möchten, lieben Sie nicht. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Es ist genial. Dieser Humor. Okay. Das war doch gar nicht so schwer. Aber wir haben leider nicht unsere Eltern kennengelernt. Wie wir die ganze Zeit einfach disrespected werden. LOL. Hey, wie geht's? Ich hab mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch... Huch. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Noch 5 Kammern. Alles klar. Ich hoffe mal, er kann uns helfen. Früher oder später. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Leider ist Wheatley ein bisschen inkompetent, deswegen glaube ich nicht daran, dass er es schafft, uns hier zu befreien, aber mal sehen. Test Nummer 19. Mit Laserstrahlen, mit den Umlenkungswürfeln, den Sprungplattformen, Turrets und Turrets töten. Das sieht doch gar nicht mal so leicht aus. Erstmal würde ich gerne daran kommen. Moment, es gab keine Brücken, oder? Nee, scheinbar nicht. Okay. Da ist schon mal ein Würfel. Und da können wir uns katapultieren. Na dann. Bring mich mal... wo will ich denn hin? Gute Frage. Wo will ich hin? Dahin will ich. Dann haben wir schon mal hier den Würfel. Da können wir den Strahl umlenken. Auf das Teil. Nice. Soweit so gut. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Da kann man nichts platzieren. Und da muss der Laser hin. Da ist auch noch ein Würfel. Den hätte ich auch gerne. Na, klappt das? Ja, das klappt, wenn man es probiert. Ein bisschen. Wie wir immer wieder hier landen, wo wir gestartet sind. Moment, da kann ich nicht springen, ne?
Mach lieber mal so. Dann kann ich auch abspringen. Das geht, denke ich, leichter dann. Na, jetzt nimm ihn dir doch. Nee, nice. So. Das hätten wir. Wie kommen wir eigentlich hier hin? Ich meine, wir können so machen. Aber leider werden wir dann wieder rausgeschleudert quasi. Bisschen doof. Ich kann mir da halt auch so eine Treppe bauen, ne? Ist ja nicht so, als würde es nicht gehen. Aber ich bezweifle, dass das richtig ist. Wenn ich ehrlich bin. So, lass mich hoch. Das klappt auch nicht so recht. Nee, klappt nicht. Schade. Aber das wäre eine gute Idee gewesen. Guck mal, da ist eine Kamera. Die zerstöre ich immer gerne. Wie geht's weiter? Was haben wir da? Noch so ein Teil. Na prima, okay. Da sind Turrets. Die Frage ist eigentlich nur, wie wir da hinkommen. Weil da sind keinerlei Portalwände. Man könnte sich rüberschießen lassen. Aber wir müssen da hinkommen. Eine blöde Situation jetzt leider. Wenn ich es schaffen könnte, irgendwie nicht rausgeschleudert zu werden. Wenn ich es so mache. Das war gerade hardcore improvisiert, aber es hat funktioniert. Okay, das müssen wir jetzt nur noch wiederholen mit einem Würfel. Dann haben wir es. Das wird tricky. Klappt das überhaupt? Wir können ihn ja hinschießen lassen, theoretisch. Oder? Ja, nice, okay. Das funktioniert. Vielleicht ist es sogar so gewollt. Kann gut sein. So, das aktivieren. Sehr cooler Test auf jeden Fall. Also die Prüfungen werden immer cooler. Ich persönlich mag so große, weitläufige Räume, wo man halt viel machen muss. Das gefällt mir. So. Dann töten wir jetzt die hier. Stirb. 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 So. Dann haben wir hier eine Plattform. Und dann können wir das hier wieder machen. Moment, wieder so. Und so. Nice. Das war einer meiner Lieblingsaufgaben bisher. Sehr, sehr cool gemacht. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Schieß los. Wen sie wohl meint. Kleine egoistische GLaDOS. Oh nein, wieder das Männchen. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht. Die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Nice. Wobei nicht so nice, weil jetzt hat sie wieder Kontrolle, aber immerhin sehen jetzt die Testkammern schön aus. 20 von 22 mit Laserstrahlen und Umlenkungswürfeln. Das hier sieht doch ganz interessant aus. Da ist nix. Okay, wir haben ganz viele Würfel. Ich glaube, das wird sogar gar nicht mal so leicht, wie es aussieht. Wir brauchen 3 Laser. Wir haben aber nur 2 Würfel. Nicht so gut.
Wir haben aber auch drei Laser. Wir brauchen eigentlich nochmal einen Würfel. Oder bin ich blöd? Sorry für den kleinen Cut, da kam gerade der Postbote. Wie machen wir das? Wir könnten so machen. Und dann so. Nee, das kann's ja nicht sein. Wie geht das? Ach Moment, wir haben ja auch Portale. Fast vergessen. Stimmt. Das ändert alles. Wir könnten... Moment, hier muss sogar hier ein Cube liegen, sonst geht's ja gar nicht. Der hier lässt sich schön ablenken mit einem Portal, deswegen mache ich das mal so. Okay. Dann könnten wir so machen. Und irgendwie so. Aber dann hätten wir wieder nur zwei Dinge ausgefüllt. Das reicht ja leider nicht. Ich höre irgendwas. Ich glaube, das sind die Teile hier. Die machen so komische Geräusche. Aber ganz leise nur. Ich glaube, die hört ihr gar nicht. Wie machen wir das? Wenn wir den hier nehmen. Was passiert denn, wenn wir mehrere ablenken? Bringt leider nichts. Habe ich mir gedacht. Schade. Ist da noch irgendwas? Nee. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Das wäre sehr ärgerlich. Aber ich habe echt überhaupt keine Idee. Wie könnte das gehen? Ach, Moment. Ich habe eine Idee. Wir könnten mit nur einem Portal alle drei Laser umlenken. Das würde gehen. Ja, das ist die Lösung. Da bin ich mir sicher. Cooles Rätsel. Darauf zu kommen ist nicht so leicht. Würde ich so machen. Und... Moment. Nee, das stimmt auch nicht. Wenn ich so mache... Hilft nicht. Aber ich bin mir sicher, dass das richtig ist. Vom Ansatz her. Zumindest. Das ist, glaube ich, auch richtig. Ich muss jetzt halt nur leider hiermit zu dem da kommen, was eigentlich nicht geht. Wenn ich das anders aufbaue, dass ich es so mache und so. Ja, das klappt. Okay. Schwieriges Rätsel. Aber gefällt mir. Ebenfalls eines der besten bisher. Boah, wie kompliziert. Nice. Wir haben es geschafft. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen. Und sich von allem Überflüssigen trennen. Ja, sie sind halt ein bisschen steril. Das findet auch nicht jeder so hübsch, aber ich persönlich finde, dass das sehr gut zum Spiel passt. Gut, dann würde ich sagen, war's es mit diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung mit tragischen Konsequenzen. Und echtem Konfetti, dem Guten, die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen, aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Dann bin ich ja mal gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.